Hallo Freunde der Nacht und Monsterjäger und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spookys Monster Show. Danke, danke, danke. Ich bin euer Spooky und wir beleuchten in diesem Format die Hintergründe von verschiedenen Monstern und anderen Erscheinungen. Muhahaha. Seitdem ich deine Videos gucke, kann ich nachts nicht wirklich schlafen. Ich fühle mich überhaupt nicht erholt und kann nicht atmen. Dies liegt bestimmt nicht an meinen Videos, aber vielleicht hat dein unerholsamer Schlaf eine andere Ursache. Gehen wir der Sache auf den Grund. Sherlock Spooky is in the house. Unerholsamer Schlaf. Du hast das Gefühl, du kannst nicht atmen. Ganz klarer Fall. Du bist Opfer eines Alps. Hä? Was ist das? Der Name Alp entspringt aus dem germanischen Wort Arr, was wortwörtlich übersetzt Elf bedeutet und bezeichnet einen Nachtgeist, der seine Opfer im Schlafe quält. Das hat ja gar nichts mit einem Elfen zu tun. Stimmt genau, denn es heißt, dass Alps in Form einer Katze oder eines Bären sich auf den Brustkorb ihrer Opfer setzen, um sie so im Schlafe zu quälen und ihnen die Luft abzudrücken. Es heißt, dass ein Alp sich Zugang verschafft in das Schlafgemach ihrer Opfer durch Schlüssellöcher, Fenster oder Risse. Und nun beginnt die Qual. Hey Digga, wie kann man sich davor schützen? Um einen Alp fernzuhalten, hat man früher verschiedene Methoden angewandt. Da der Alp durch Schlüssellöcher, Fenster und Risse sich Zugang verschaffte, verstopfte man diese mit dem, was man gerade da hatte. Vermutete man eine Person, die man namentlich nennen konnte in dem Alp, so sprach man seinen Namen dreimal laut aus, um den Alp zu bannen. Früher brachte man an der Türschwelle oder an seinem Bett ein Hexagramm oder ein Kreuz an, um sich vor dem Alp zu schützen. Unter dem Kopfkissen versteckte man auch spitze Gegenstände, wie zum Beispiel eine Schere oder ein Messer, um den Alp fernzuhalten. Und wo können wir Alps in unserem Alltag finden? Alps findet man auf Gemälden, wie zum Beispiel von Johann Heinrich Füßlis Nachtmahr aus dem Jahre 1802. Das Bild zeigt eine junge Frau, die in ihrem Gemach gequält schläft, während ein Alp auf ihrem Brustkorb sitzt und diabolisch lächelt. Alps lassen sich auch in Büchern finden, wie zum Beispiel von Moritz Strahls, Der Alp, sein Wesen und seine Heilung. Und wo kommt der Alp-Aberglaube eigentlich ursprünglich her? Alps kommen aus dem mittelalterlichen Volksglauben und man nannte sie auch Schrottlein oder Drut. Wobei Drut hier nicht verwechselt werden darf mit dem Begriff Drude, was eine Hexe bezeichnen soll. Da der Name Alp eigentlich Elf bedeutet, weist die Geschichte darauf hin, dass die Germanen damals an Zwerge und Elfen glaubten. Warum dieser Aberglaube über Alps herrschte, ist aber schnell geklärt. Die Menschen im Mittelalter hatten damals, genauso wie wir heute, körperliche Beschwerden und Krankheiten, wie zum Beispiel Bluthochdruck. Somit kam es schon mal vor, dass wenn man abends zu viel gegessen hatte und sich dann im Anschluss ins Bett gelegt hat, sich ein Druckschmerz auf der Brust breit machte. Die Stockung des Blutes, Druck auf dem Kopf, Unbehaglichkeit oder gar Fieber konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht immer medizinisch und logisch erklärt werden. Dementsprechend hat sich der Aberglaube über diese Nachtgeister gebildet. Heißt das jetzt, dass ich krank bin? Nein, das heißt es nicht. Vielleicht bist du einfach nur in einer stressigen Lebensphase, die gerade Einfluss auf deinen Schlaf nimmt. Normalerweise sollte sich dies von alleine widerlegen. Und wenn nicht, beobachte dein Schlafverhalten ganz genau und such dir gegebenenfalls professionelle Hilfe. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Was ist eure Meinung über Alps? Kennt ihr noch weitere Geschichten? Teilt sie doch mit uns in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Danke, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Wenn du mehr solche Videos sehen möchtest, dann vergiss mich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos von mir verpasst. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Monsterjagd.